Ich habe gerade eben einen Psychothriller gelesen und wenn ihr wissen wollt, was mich an dem so begeistert hat, dass ich das Buch nicht mehr aus der Hand legen wollte, dann bleibt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich so, dass ihr wieder einschaltet, weil ich habe jetzt gerade eben vor einer Stunde oder so einen Thriller beendet und ich freue mich dann immer so, wenn ich dann gleich Zeit zum Drehen habe, weil mir noch alles so im Gedächtnis ist und ich euch direkt das wiedergeben kann, was ich gerne möchte, weil ihr kennt das bestimmt, wenn ihr ein gutes Buch gelesen habt und euch gleich mitteilen müsst mit anderen Menschen und dann ist aber keiner da, der sich für mein Hobby gerade interessiert, also müsst ihr herhalten, also richtig cool. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um Lügen, nichts als Lügen von Helen Callaghan. Ist erschienen im Drömer-Knauer Verlag, wurde mir auch von diesem zu Rezensionszwecken zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an der Stelle. Kostet 14,99 Euro und hat gut 430 Seiten. Auf dem Klappentext, hier lesen wir gar nicht viel. Auf dem Inneren steht mehr, aber den lese ich halt, habe ich mir abgewöhnt zu lesen. Den inneren Klappentext eines Buches zu lesen einfach, weil da bei ganz vielen Büchern einfach so viel gespoilert wird. Ja, hier steht eigentlich nur drauf, dass es um eine sehr brave Tochter geht von sehr braven Eltern, die ihre Eltern besucht und nach Hause kommt. Mutter hängt tot an einem Baum, erhängt, und der Vater liegt erstochen daneben und die beiden hinterlassen eine Geschichte, wo die einem einfach nur den Boden unter den Füßen wegzieht. So, ja. Viel mehr steht da gar nicht drauf und das war so ein Klappentext, der hat mich so angefixt. Ich meine, keine Ahnung, du wächst total behütet auf und ja, kommst heim, willst halt deine Eltern besuchen, liebst deine Eltern vermutlich auch, ne? Und ja, nicht nur, dass sie beide halt gestorben sind oder halt die Mutter tot ist, der Vater da erstochen liegt, du findest die und nebenbei erfährst du halt etwas, was dir den Boden unter den Füßen wegzieht und dein ganzes Leben basiert auf einer Lüge. Und da habe ich mir nur gedacht, boah, das Geheimnis, das muss so krass sein, wenn das ganze Leben irgendwie, muss ich lesen, muss ich haben, ne? Und es steht Psychothriller drauf. Ich habe von der Autorin auch noch nichts gelesen, das ist ihr zweiter Thriller. Den ersten werde ich, denke ich, noch lesen, auch wenn mich da der Inhalt nicht ganz so sehr anspricht. Und ja, das Buch kam an und ich wollte natürlich, musste sofort alles stehen und liegen lassen und habe mit dem Buch begonnen, einfach weil mich der Klappentext so angefixt hat. Das war mein absoluter Anfix-Klappentext, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich möchte auch gar nicht so viel mehr verraten, was auf dem Klappentext steht. Es geht um Sophie. Sophie hat einen sehr, sehr stressigen Job in New York und sie ist von ihren Eltern halt weggezogen. Sie ist erwachsen und die Eltern, die wohnen halt auf dem Land und die vermissen halt ihre Tochter, ist ja klar. Sie telefoniert auch immer mit denen und ja, sie lebt eben gerade ihr Leben, feiert viele Partys, hetzt von Termin zu Termin, wird auch in der Arbeit ganz schön ausgebeutet und hat eben da auch so ihre Probleme zu lösen. Und dann ruft ihre Mutter halt an, während sie da gerade auf so einem Meeting ist, beziehungsweise so eine After-Work-Party, keine Ahnung, ruft dort an. Ihre Mutter ruft an und sagt, ja, Sophie, wir müssen reden, komm halt bitte nach Hause und so. Und sie wimmelt halt ihre Mutter ab und sagt, jetzt habe ich keine Zeit, ich komme schon vorbei und so. Sie fand diesen Hilferuf auch so ein bisschen ungewöhnlich, war aber auch genervt ein bisschen, weil sie hat dafür jetzt einen Tag gerade keinen Nerv, sich um ihre Eltern da zu kümmern, ne? Ja, sie denkt sich dann natürlich, hätte ich das mal getan, denn sie fährt eben zu ihren Eltern natürlich und findet sie davor. Gleichzeitig findet sie auch Notizbücher, die die Geschichte, in der die Mutter die Geschichte niedergeschrieben hat, wie es eben dazu kam. Und ja, das lesen wir eben auch. Ich möchte gar nicht mehr verraten, weil ihr sollt nicht mehr wissen, als ich erfuhr, als ich das Buch begonnen habe, weil ich finde, das sind so Geschichten und Geheimnisse ans Tageslicht gekommen, die ihr selber rausfinden sollt.
Ja, wir lesen auf jeden Fall die Geschichte aus Sophies Sicht, logischerweise. Und wir lesen dazwischen so ganz viele lange Kapitel eben über die Notizbücher. Also wir bekommen die Geschichte aus zwei Perspektiven mit. Einmal eben aus Sophie und einmal aus dem Buch. Jetzt aber nicht im Wechsel, sondern so wie das dann logisch im Verlauf der Geschichte Sinn macht. Ich muss gleich von vorne weg dazu sagen, dass es in der Thematik, mehr verrate ich auch nicht, um die Thematik Sekten geht. Und wenn einen das Thema überhaupt nicht interessiert, das Thema eben, ja, Sekten, ich verrate auch nicht mehr, aber wenn einen dieses Thema grundsätzlich gar nicht interessiert, dann, oder auch die Zeit einen gar nicht interessiert, wo das eben so in den 80ern, 70ern, 80ern, wo das eben ja gang und gäbe war oder wo auch vieles sehr anders war, dann ist das Buch nichts für euch. Ja, ich wusste jetzt auch nicht, dass es um Sekten geht, aber für mich war das Buch was, weil ich interessiere mich mit der Thematik sehr. Oder mich interessiert die Thematik sehr, so rum. Feiner Deutsch. Ja. Ja, Nina, das so heißt die Mutter in dem Buch. Nina ist auf jeden Fall ein Protagonist, was mich sehr lange sehr genervt hat, denn sie ist ein sehr, in meinen Augen, blöder Mensch gewesen, schon so ein bisschen treu doof, dumm, naiv, nervig. Und das hat mich so ein halbes Buch lang ziemlich genervt. Aber dann habe ich mir mal so gedacht, das passt. Denn wenn man sich mal mit der Thematik von Sekten beschäftigt hat, dann weiß man, dass man in solche Gruppierungen oft halt nur hineingerät, wenn man eben so ist, wenn man leicht beeinflussbar ist, wenn man naiv ist, wenn man doof ist, wenn man verliebt ist, keine Ahnung. Also so diese ganzen, wenn man eh so einen schwachen Charakter hat, sag ich mal, das klingt aber so negativ, einfach leicht beeinflussbar ist und leicht lenkbar ist. Und genau solche Menschen suchen ja Sektenanhänger und genau solche Menschen sind ja eben auch anfällig dafür, ne? Deswegen sage ich mal, es hat gepasst. Also sie hat mich oft genervt, ne? Und ich habe mir nur gedacht, Mensch, Mädchen, jetzt mach doch mal deine Augen auf. Aber ja, es passt halt einfach, ne? Also die Geschichte war von vorne bis hinten für mich stimmig. Es waren jetzt zwar keine so krassen Wendungen, dass man jetzt gedacht hat, oh mein Gott, aber ich wusste wirklich bis zum Schluss nicht, wie sich das Ganze so verhält oder vieles verhält. Die Auflösung fand ich absolut stimmig. Ich fand Sophie sehr, sehr, sehr sympathisch. Ich mochte sie gern. Und ich hatte immer verschiedene andere Personen in Verdacht und hatte so meine Vermutungen. Und ein paar waren richtig, ein paar waren nicht richtig. Also es ist nicht absolut nicht vorhersehbar. Ja, und jetzt am Schluss habe ich mir wirklich überlegt, wie viele Sterne gibst du dem Buch eigentlich? Ich wollte dem Buch halt 4 Sterne geben, aber ich konnte es nicht begründen, weil mir hat die Geschichte gefallen, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, also ich bin durch die Seiten geflogen, ich mochte den Schreibstil, die Protagonisten waren zwar unsympathisch teilweise und teilweise sehr nervig, aber es hat gepasst für mich und deswegen gebe ich dem Buch 5 Sterne, weil ich kann nichts abziehen, wirklich nicht. Also mir hat es so gut gefallen und ja, jetzt würde mich am Schluss an der Stelle natürlich interessieren, welchen Psychothriller habt ihr zuletzt gelesen, der euch richtig begeistern konnte? Denn ich liebe Psychothriller zurzeit. Mag ich zurzeit viel lieber als irgendwelche blutrünstigen Geschichten. Vielleicht passt es einfach zum Herbst. Ich wurde auf jeden Fall mit diesem Buch nicht enttäuscht. Ich bin froh, dass ich es hier habe und es darf auch bleiben. Und ja, ich wünsche euch ganz viele spannende Seiten. Schreibt mir mal in die Kommentare euren letzten guten Psychoföhner. Gebt mir einen Daumen nach oben für die Rezi, wenn sie euch gefallen hat. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!